liegt an. Aber zurück ist der Weg bis zu dem Totem nicht so weit. Zu den Waffen! Und zurück machen meine bis zu dem Monument nicht sehr weit. Zurück machen meine Totems guten Batzen Schaden. Aber ja, ein bisschen mehr Holz könnte nicht schaden. Sicher ist sicher. Kann ich ja hier eine Holzfällerhütte errichten. Waldläufer habe ich eh vor, von hier fernzuhalten. Und ja, normalerweise, wenn ich den Waldläufer einfach einen Bewegungsbefehl gebe, dann greifen sie auch nicht an. Also das ist auch das Problem lösen, wenn ich sie dann nachher hier durchschicke für den Wumpus. Wenn sie dann überhaupt benötigt werden. Käter haben sich zum Glück auch ein bisschen verteilt. Das macht uns sonst noch einfacher. Genau das zu tun. Clanbrüder zu mir! Hinterkommen! Auf mein Kommando. Nicht zurückweichen. Jetzt wäre langsam mal ein bisschen Mana-Regeneration gut. Ja. Dann recken wir mal Mana. Ich sehe noch einen Leutnant und noch einen Leutnant und zwei Jäger. Zu den Waffen! Krieg! Also warten wir kurz, bis Mana gereckt ist. Für den Clan! Ja, und Janina und Satari. Setrius, genau. Setrius stehen da oben noch. Für den Clan! Vorsicht, Gegner! Dog. Für den Clan! Einmal ordentlich umgeholzt. Die könnten wir fast wirklich noch ein Level abbringen. Wir werden angegriffen! Ein Gegenangriff! Standhalten, Männer! Linien müssen halten!
Okay, nur fast. Krieg! Für den Clan. Ups. Ich rieche Blut. So. Jawohl! Jetzt aber. Tue wie befohlen. Ihr versammelt euch alle dort. Wir gehen hier hin und benutzen den Runenstein. Den Seelenfels. Was ist denn heute los mit mir? Ich bringe alles irgendwie ein bisschen durcheinander. So, Sturmfelsen, Tor ins Kita-Gebiet. Das heißt, auf zu tun, Han. Und ja, Schlüssel des Kita-Generals habe ich hier. Irgendein Zauber, der besonders ist. Nö. Kommt her, tragen wir es aus. Du hast genug Unheil angerichtet, Bruder. Du? Du Bastard, wagst dich hierher? Sehnsucht nach dem Tod, Bruderherz? Sehnsucht nach Friede, Dunhan. Janina, du schmähst mich und ziehst mit diesem Bastard? Ist das der Dank dafür, dass ich dich aus dem Totenreich gerettet habe? Gerettet? Das ist kein Leben, was ich führe, Dunhan. Und du bist nur noch ein erbärmlicher Schatten deiner selbst. Erbärmlich? Ich werde dir zeigen, wie erbärmlich ich bin, verräterisches Weib! Der Geist, er ist frei. Es ist vorbei. Sie hat ihren Frieden. Aber seine Rune wird ihn wieder erwecken. Wir sollten fliehen. Dunhan ist wahnsinnig. Nimm seine Rune. Das ist der einzige Weg. Ja. Nimm die Rune des Dunhan. Dunhan ist wahnsinnig. Er wird sich dem Widerstand nicht mehr anschließen. Nimm seine Rune. Sie ist der einzige Weg, um von Dunhan Hilfe zu bekommen. Ja. Wir haben hier getan, was wir konnten. Lass uns nach Miratur zurückkehren. Benutze den Seelenfelsen. Nö, noch nicht. Erstmal packe ich Dunhan hier rein. Der ist... Oh, Level up. Komm, gehen wir gleich noch da rein. Da kann ich nämlich gleich die hier tragen. Eine neue Waffe habe ich ja gerade nicht. So, Dunhan. Große Klingenwaffen, weiße Magie hat er. Ja, so ein Orkball fürs Erste, bis wir was Besseres für ihn finden. Genau. Nee. Geben wir lieber den hier. Den Helm und so eine alte Lederhose. Stärkering. Charisma-Ring. Ja, Dunhan ist eine neue Art von Rune, nämlich ein Held.
Und ja, wir haben jetzt hier Magier mit Fragezeichen. Also jedenfalls steht bei ihnen, dass sie Magier sind. Er geht seines Weges. Dann reden wir mal mit den Magiern. Ja, Stufe 7 finde ich eigentlich recht gut. Danach Rettung. Löst meine Ketten und befreit mich aus der Gewalt der Kitar. In einer Kiste fand ich diesen Schlüssel. Mal sehen, ob er passt. Der Schlüssel passt ins Schloss. Danke, ihr habt mich befreit. Ihr seht aus, als könntet ihr einen etwas heiklen Auftrag ausführen. Wir sollten uns einmal darüber unterhalten. Später. Ja, die drei Magier. Drei seltsame Magier werden in den Sturmfelsen von den Kitar gefangen halten. Die drei scheinen einiges gemeinsam zu haben, vor allem wohl ihre gegenseitige Feindschaft. Der Schwarzmagier Krolun wird im Lager der Kitar gefangen gehalten, findet einen Schlüssel und befreit ihn. Der Magier, den ihr befreit habt, sprach von einem Auftrag. Sucht ihn bei seinem Haus auf und sprecht ihn auf diesen Auftrag an. Ja. Wollen wir aber noch die anderen beiden befreien. Ah, ihr kommt, um mich zu retten. Die Kitar haben mich verschleppt und hier angekettet. Befreit mich. Dieser Schlüssel ist aus einer Kiste im Lager. Mal sehen, ob er die Ketten öffnet. Er passt. Ihr habt mich befreit. Nehmt diese kleine Aufmerksamkeit zum Dank. Ich bin bereit, euch noch viel mehr zu geben, wenn ihr einen Auftrag für mich erledigt. Aber dies ist nicht die richtige Zeit und der richtige Ort, um darüber zu sprechen. Gut. Endlich kommt jemand, um mich zu befreien. Die Kitar haben mich in Ketten gelegt. Helft mir! Vielleicht mit diesem Schlüssel. Ich fand ihn in einer Kiste im Lager. Hervorragend, er passt. Ich bin frei. Habt vielen Dank. Sagt, würdet ihr eventuell noch einen Auftrag für mich ausführen? Redet weiter. Nicht hier. Kommt zu meinem Haus. Dort können wir in Ruhe sprechen. Okay. Fragt den befreiten Magier bei seinem Haus nach dem Auftrag. Oh ja, und ich habe eine Mondmünze von dem Weißmagier gekriegt. Sehr praktisch. Gut, dann klappern wir jetzt die dreimal ab. Wobei, ich sollte eigentlich zu dem Seelenfels hier gehen und dann mal speichern, wenn ich mir so die Zeit angucke. Ich hatte eigentlich gehofft, wir kriegen heute die Sturmfelsen noch zu Ende, aber naja. Gibt hier ja noch ein bisschen was zu tun, den Wumpus töten, den drei Magiern helfen. Also werden wir hier erstmal Let's Play speichern und einen Cut machen. Also, bis gleich.